hat eigentlich immer irgendwie eine sehr große Rolle gespielt bei uns zu Hause. Also meine Eltern sind zwar keine Musiker, waren aber sehr große Musikliebhaber. Es waren sehr, sehr viele Leute wichtig in meinem beruflichen Werdegang sozusagen. Ich bin ja eigentlich, bis vor 6 Monaten war ich ja mein ganzes Leben in Münster. Also ich bin in Münster geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen und habe dort mein Studium absolviert, alles, mein Diplom gemacht. Und da waren so viele Leute da, eigentlich zum Beispiel die Musikschule, die Westfälische Schule für Musik in Münster. Dort habe ich ganz viele Sachen gemacht, habe im Kinderorchester gespielt, im Jugendsinfonieorchester gespielt. Dort hatte ich meinen ersten Unterricht mit der Geige. Und dann bin ich weitergegangen zur Hochschule, zur Musikhochschule und hatte dort dann 12 Jahre eigentlich Unterricht mit meinem Professor. Ich höre in meiner Freizeit auch gerne mal nicht klassische Musik eigentlich. Ich höre ziemlich gerne Jazz. Also ich verstehe nicht so viel jetzt davon, aber ich höre es sehr gerne. Und Noel Jones und sozusagen und sowas höre ich auch sehr gerne, so zur Entspannung. Und nicht so ganz mein Fall ist dann so dieses ganz laute, so Heavy Metal, irgendwie sowas, Techno. Ich glaube sowas, also das kenne ich nicht so gut, aber ich glaube, das wird mir, glaube ich, auch nicht unbedingt so viel gefallen. Ich spiele ein bisschen Klavier, leider nicht wirklich sehr gut, aber ich habe so 1-2 Stücke, die ich seit 8 Jahren spiele und das sind so die einzigen Stücke, die ich spielen kann. Aber ich würde wahnsinnig gerne sehr, sehr viele Instrumente lernen eigentlich. Ja, Münsterland ist zwar meine Heimat, so deswegen würde ich sagen, es verbindet mich eigentlich alles. Mein ganzes Leben verbindet mich mit dem Münsterland.